Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juni 2024. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Steinbock geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch gut geht und ich freue mich, mit euch heute hier sein zu dürfen. Wir werden gemeinsam diese Legung verfolgen und schauen, was meine Karten euch für diesen schönen Monat Juni zu sagen haben. Wir hoffen auf positive Tendenzen und ich hoffe natürlich auch, dass diese Legung wird mit euch resonieren. Die Karten sind gemischt und die erste Karte, das ist eure Thema im Juni. Fiat Münzen, das was behilflich sein wird oder im Weg steht, der Tod. Eure Bewusstsein, Königin der Kelche. Eure Unterbewusstsein, siebende Münzen. Die Vergangenheit, drei der Kelche. Die nahe Zukunft, acht der Kelche. Eure Energie, zwei der Stäbe. Äußere Energie, König der Schwerter. Die Hoffnungen oder Ängste, der Hohepriester und die letzte Karte für die Zukunft, sechs der Kelche. Ja, die Vier der Münzen. Die Vier der Münzen, das ist eine Karte, die zeigt, dass man etwas im Leben erreicht hat. Man hat eine gewisse, kann man sagen, Absicherung, man hat etwas in der Hand und man möchte das nicht riskieren, man möchte das behalten. Also hier ist wenig Risiko drin in dieser Karte, wenig Bewegung. Wir sehen, wie dieser Mensch aus dieser Kiste raussteigt, aber sehr, sehr vorsichtig, wie eine Schnecke aus seinem Häuschen, ja, erst die Lage prüfen, gucken, ob das geht, und wenn nicht, dann schnell zurück, sich verstecken. Hauptsache keine Risiko, Hauptsache nicht auf den Kopf bekommen und nicht das verlieren, was man schon hier sich erreicht hat. Ja, man hält das sehr, sehr stark an sich und man möchte das nicht abgeben, was man jetzt schon in der Hand hat. Aber wir sehen auch den Tod. Diese Unsicherheit, diese mangelhafte Risikobereitschaft muss endlich beendet werden, weil das begrenzt euch. Diese Karte ist eigentlich gut, kann man so sagen, aber kommt darauf an, wie die Situation ist. Weil manchmal solche Verhalten ist auch sehr gut. Diese Verhalten zeigt uns kleine Schritte machen und nicht einfach zu groß riskieren und dann alles verlieren. Aber wiederum in anderen Fällen, diese Karte kann euch blockieren, bremsen auf das Neue, was sich zeigt. Wenn man dieses Risiko nicht einnimmt, dann wird man die Chancen verpassen. Und hier muss man halt schauen, wie fern kann man solche Verhalten nutzen, ja, positiv oder negativ. Deswegen hier, das muss wahrscheinlich zu Ende gehen. Das muss endlich beendet werden in diesem Fall. Dieser Schneckentempo muss man hier mehr Risiko wahrscheinlich zeigen. Sonst bleibt ihr immer in eine Stelle stehen, da sehen wir die zwei der Stäbe, das ist so eine Karte von Blockaden. Ich stehe, ich bewege mich nicht nach vorne, ich möchte nach vorne, aber ich kann nicht. Ich habe Angst zum Beispiel, ja. Und man hat dann immer irgendwelche Ausreden. Hauptsache, man nimmt dieses Risiko nicht, ja. Und da muss man tatsächlich endlich sich trauen und der erste Schritt, aber riesiger Schritt machen, nicht so kleine Schritte, wie hier diese vier der Münzen zeigt, nur einmal und so ein riesiger Schritt mit Vertrauen an sich und mit diesem Mut. Hier
ist Mut angesagt. In Vergangenheit haben wir drei der Kelche und hier sind wir gute Kontakte mit anderen Menschen. Fröhliche Momente, fröhliche Zeiten, Freude und ja, Grund zu feiern, aber vor allem gute Kommunikation, gute Kontakte, die dazu führen, dass man eigentlich mit in Gesellschaft mit anderen Menschen zufrieden ist, dass man sich wohlfühlt, ja. Trotzdem aus irgendwelchem Grund diese schönen Momente haben euch dazu gebracht, dass man jetzt trotzdem in so einem Schneckenhaus sitzt, ja, dass man dann nicht rausgehen möchte. Weiß ich nicht warum, vielleicht war das zu viel, vielleicht habt euch nicht wohlgefühlt zwischen diesen Menschen, weil das war alles super für euch, aber ihr habt vielleicht diese ganze Möglichkeiten hier nicht voll genutzt, weil ja, man sitzt in dem Schneckenhaus. Wir gucken mal, was hier noch zu sagen ist. Wir haben der Ritter der Kelche, wir haben Page der Kelche und Ritter der Stäbe. Liebe. Also hier sind wir der Ritter, der Page, also Glücksgefühle, Liebesgefühle. Man möchte sich einlassen. Hier ist auch Feuer drin. Ja, wir haben diese Ritter, schnelle Energie. Hier haben wir auch diese schnelle Energie, Liebesenergie. Hier haben wir Feuer drin. Also hier hat man eigentlich gute, kann man sagen, positive Gefühle, gute Gefühle, Möglichkeiten eventuell, ja, um zu starten. Also die Gefühle sind da. Ich kann mir vorstellen, das wird wie manche von euch vielleicht was liebestechnisch sich ergeben, aber man sitzt in diese Häuschen drin, ja, man sitzt in diesem Schneckenhaus und man hat Angst rauszukommen und um diese Liebe hier Chance zu geben, ja, weil das ist, ich werde hier jetzt nicht sagen von einer ernsthafte, zu dauerhafte Beziehung, aber wir sehen hier, das tut sich was liebesmäßig und ist Engagement hier, ist diese Feuer drin, aber ich kann mir vorstellen, hier so ein Szenario, man gibt was nach außen oder man nimmt was von dem Partner und man zieht sich zurück, ja, das ist oft so. Und dann wundern wir uns, ja, warum hat er nicht mehr angerufen, warum er oder sie meldet sich nicht mehr, ja, weil dieser Mensch geht einen Schritt nach vorne, nimmt was er will und dann zieht sich zurück aus Angst. Aus, ja, Angst, um vielleicht auch eigene Freiheit zu verlieren, vielleicht erkannt zu werden. Da sind sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die den Mensch dazu bringen, sich zu verhalten. Oft sind so Unsicherheiten im Leben, mangelhaftes Selbstwertgefühl oder einfach auch irgendwelche Muster, die sich in einem aufgebaut haben durch die viele Jahre, vielleicht sogar in Kindheit schon angefangen hat. Auf jeden Fall, es sind solche Menschen und wir sehen oft so, das sind so Casanova, kann man so sagen, ja, die dann irgendwo unterwegs sind, nehmen sich den Opfer, nutzen diese Opfer aus und dann lassen die den fallen. Und dann sind wir enttäuscht und sagen, boah, ich habe wieder so einen Kerl erwischt, das gibt es doch gar nicht. Aber warum solche Leute sind da, das sind nicht nur Kerle, aber auch Frauen, warum solche Leute gibt es? Ja, aus dem Grund, was ich schon vorerst erwähnt habe, weil die Leute haben irgendwelche Probleme mit sich, ja, nicht, dass die das unbedingt wollen, die machen wahrscheinlich das schon unbewusst und die sitzen in so einem Muster und die kennen nicht anders,
Ja, da muss man zu einem Kerl oder eine Frau, zu einem Kerl oder einem Weib endlich in die Hände nehmen und schütteln und sagen, du musst deine Richtung verändern. Ja, schau mal auf dich, auf dein Leben, wie du dich verhältst, weil du machst sehr viele Schaden da draußen, also du lässt viele gebrochene Herzen. Kann ich mir so eine Situation vorstellen? Muss natürlich nie sein, das ist nur ein Beispiel, weil natürlich das ist auch allgemeine Legung, aber wir sehen hier keine, noch nicht, keine ernsthafte Beziehung, aber so kleine Schritte, ja, hin und zurück, hin und zurück. Und wir sehen hier diese mangelhafte Risikobereitschaft, dass man sich dann einfach auf diese Beziehung einlassen kann. In Unterbewusstsein haben wir siebende Münzen. Also irgendwo im Herzen hat man trotzdem diese Lust, so richtig zu investieren. Nicht nur für eine Nacht oder eine Woche oder ja, für eine gewisse Zeit, aber so richtig, richtig für immer. Und diese Menschen haben oft sowas, ja, die haben Angst, sich einzulassen, die haben Angst, sich zu verlieren in so einem Mensch, den Gegenüber. Aber im Herzen, die wollen tatsächlich etwas Festes haben, wo die endlich zur Ruhe kommen, weil natürlich solche Verhalten raubt extrem viel Energie. Wir gucken mal, was hier noch zu sagen ist. Ich gehe davon aus, dass diese ganze Geschichte, das ist eure Energie, das ist eure Geschichte, ja, das seid ihr, diese Casanova, ja, unbewusst, unbewusst, das ist keine jetzt Vorwurf euch gegenüber, aber manchmal tatsächlich, wie verhalten und so. Natürlich, diese Legung kann sich spiegeln. Das könnte auch über den Gegenüber auch sprechen. Ja, okay, gucken wir weiter. Die siebende Münzen wiederholt sich. Also dieser Wunsch, sich tatsächlich so richtig einzulassen, ist enorm. Diese Investition, so richtige Investition im Leben ist ja sehr, sehr stark. Wir haben die Hohepriesterin, man betet, kann man so sagen, schon das Universum, das euch endlich die Möglichkeiten gibt oder irgendwelche Veränderungen gibt es im Leben, dass das endlich möglich sein sollte. Hier haben wir auch den Narr. Und der Narr zeigt die neue Anfang, das erste Karte im Tarot. Hier ist sehr viel Naivität. Man möchte so unbeschwert sich einlassen, ja, ohne diese Zweifel, ohne diese Ängste. Man möchte einfach wie im Teenageralter sich dann irgendwie in eine Geschichte, Liebesgeschichte einfach reinkommen und das zu genießen, ja, diese Liebe ohne irgendwelche Beschränkungen und Ängste und Zweifel und ja, und, ja. Also diese Investition im Herzen ist sehr, sehr tief, sehr rein, ja, aber wir sehen hier, man verhält sich anders. Und so steht man sich selbst im Weg. Der zweite Stäbe. Das ist so eine Karte. Ich habe Pläne, ich habe Träume, ich habe alles, aber ich stehe selbst, mich selbst im Weg und ich gebe mir die Chance nicht. Ja? Weil oft ist das so, die Hauptgrund, mangelhaftes Selbstwertgefühl. Ja? Viele Menschen denken, ich bin nicht liebenswert. Der Partner, den ich jetzt kennenlernen werde, der wird mich sowieso betrügen, der wird mich sowieso fallen lassen. Für was soll ich mich dann einlassen? Ja, zum Beispiel, das ist oft so, das sitzt oft in vielen von uns solche mangelhafte Selbstwertgefühl und mangelhafte Selbstliebe. Ja, deswegen, man muss vielleicht auch das tatsächlich einmal und richtig bewusst sehen. Diese Unbewusste in die Bewusste verwandeln, dass man sich die Chance endlich gibt, aus diesem Teufelkreis rauszukommen. Die Königin der Kelche, das ist eine super gute Karte. Hier liegt
auf die Stelle von eurem Bewusstsein. Und hier sehen wir, dass man sich wünscht, endlich in Harmonie zu kommen, in Balance zu kommen, was die Gefühle angeht, was die Emotionen angeht, weil man ist hier sehr, sehr zerrissen wahrscheinlich, ja, und dass man keine Ruhe hier bekommt. Deswegen dieser Wunsch nach Harmonie, nach Balance, emotionelle Balance ist enorm hier. Und man versucht, also ich kann mir vorstellen, ihr wird versucht, ja in diesem Monat diese Balance sich selbst zu geben. König der Schwerter, da ist jemand draußen, der sehr engagiert ist, was euch angeht. Aber jemand, der so do sehr dominant ist. Und das wahrscheinlich erschreckt euch. Ja, dass da jetzt haben wir auch den Grund, warum hier diese Muster ist wieder aktiv. Hohepriester, zwei Kelche und wieder nochmal haben wir den König der Schwerter. Ja, ich kann mir vorstellen, ihr habt Angst vor diesem Mensch. Das könnte der potenzielle Partner sein. Da haben wir die zweite Kelche. Dieser Mensch möchte mit euch eine feste Beziehung haben, was Richtiges haben. Das ist wahrscheinlich ein reifer Mensch, jemand, der mit Kopf unterwegs ist, aber auch mit Herz, mit Verstand hier, mit Lebenserfahrung, mit Weisheit. Ja? Hier haben wir den Hohenpriester. Und diese Person möchte tatsächlich sich sehr engagieren. Und ihr kriegt da kalte Füße. So kann ich mir das jetzt vorstellen, ja, hier. Weil es ist immer so, hier habe ich erzählt über diese Spielchen und hier sehen wir jemand, der ernst meint. Und da kriegt man einfach Angst von dieser Ernste. Ja, man hat Angst dann von so einem Mensch. Man wünscht sich eigentlich so einen Mensch, das sehen wir hier im Unterbewusstsein. Man möchte so einem Mensch begegnen, jetzt plötzlich kommt so ein Mensch und da kriegt man kalte Füße, man haut ab, ja, weil man kriegt Angst, dass man sich verliert in dieser Person, dass man fallen gelassen wird, dass diese Beziehung wird sich doch nicht entwickeln, dass man vielleicht unterdrückt wird, weil wir sehen hier eine sehr dominante Person und man kann dieses Gleichgewicht nicht halten. Man wird sich immer als niedriger fühlen bei solcher Person. Ja, und hier sehen wir, dass eigentlich ihr wünscht euch so eine Person, dann wiederum ist man dagegen, man rennt weg von solcher Person, weil man hat Angst, dass man die eigene Autonomie hier verlieren wird. Der Hohepriester, eure Hoffnungen, ja, die Hoffnungen sind da. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt Hoffnung, weil hier haben wir auch den Hohenpriester, dass man mit diesem Mensch irgendwelche Weg findet. Vielleicht nicht durch die Liebe vorerst, Gefühle und diese, so wie das immer sich entwickelt, zwei Menschen tun sich kennenlernen und dann läuft so langsam diese Liebesspiel, ja. Die ganze Dates und dann essen gehen. Und dann irgendwann, man hat so ein heißen Date oder von Anfang an hat man so ein, ja, kommt drauf an, aber das entwickelt sich. Und hier, man wünscht sich erst hier diese Verständnis. Ihr werdet diese Verständnis suchen bei dem Mensch. Also, ihr habt die Hoffnungen, dass diese Person wird das erkennen in euch, diese Muster. Irgendwie, man hat Angst, dass dieser Mensch euch erkennt, dann wiederum, ihr hofft, dass dieser Mensch das erkennt, weil das wird eine Erlösung für euch, ja. Wenn dieser Mensch, also haben wir einen Hohepriester, also eine weise Person, jemand, der tatsächlich sehr, sehr reif ist, und ihr hofft, dass dieser Mensch wird eure Probleme erkennen und hilft euch, diese Probleme zu lösen. Ja, das ist eure Hoffnung. Wir können auch den Hohenpriester hier auch sehen als eure Seite. Nicht nur, dass ihr diese
Hoffnungen hat, dass dieser Mensch euch hilft, aus diesem Teufelkreis rauszukommen, aber euch selbst, dass ihr endlich diese Weisheit bekommt und diese Stärke auch bekommt, aus diesem Teufelkreis selbst sich zu lösen. Da haben wir den zweiten Stäbe, aus dieser Stagnation, kann man so sagen, sich zu lösen, um euch einfach die Chance zu geben, ja, weil es ist eine tolle Chance. Achtete Kelcher und sechste Kelcher. Ihr wird, also so sehe ich das, ihr wird diese Situation verlassen. Ihr wird es nicht halten können, dieser Druck. Obwohl da ist kein Druck, aber ihr macht euch selbst den Druck in dieser ganzen Sache. Ihr werdet wie immer wahrscheinlich, vielleicht macht ihr ja schon immer diese Schema, ja, ich tue mich anlassen, ich tue jemanden kennenlernen und irgendwann bricht das auseinander, weil man sieht keine Zukunft. Und man sieht hier, also zu gewisser Grenze, man gibt Chance dem Mensch und dann sucht man irgendwelche Fehler an der Person, dass man dieser Person auch den Schuld geben kann, dass das einfach nicht funktioniert hat und dann ist die Sache abgehakt. Und dann irgendwann sucht sich einen neuen Opfer. Kann man sagen Opfer, ja, aber im Endeffekt man ist sich selbst ein Opfer. Eigene Opfer, ja, weil man sich steht selbst im Weg, man begrenzt sich selbst. Also achte Kelcher, man wird diese Situation verlassen, ihr wird diese Situation verlassen und man wird dann in Erinnerungen bleiben, in die Vergangenheit schauen und vielleicht auch ja, zu gucken, wo war der Grund, warum das alles so gelaufen ist. Und wir sehen hier auch acht der Münzen. Ihr bleibt alleine, ihr werdet alleine das alles irgendwie in Gleichgewicht bringen müssen. Kämpfer für sich, ja. Kämpfer finden sich, Ritter der Schwerter. Ich denke, ihr werdet, obwohl hier fällt mir die Karte das Gericht. Das Gericht wird hier super passen, weil das Gericht zeigt, dass man reflektiert, dass man sich Gedanken macht über sich selbst, dass man sucht die Gründe, warum ich habe so ein Muster aufgebaut und wie soll ich diese Muster brechen, weil das nimmt mir meine Chancen auf gute Beziehungen im Leben, ja. Und man sitzt in diesem Muster und man wiederholt immer den gleichen Muster. Und hier sind wir, wie gesagt, man verlässt die Situation, man wird sich dann erinnern, man geht zurück in die Vergangenheit. Man wird dann irgendwie das alles auseinanderbringen, das was in Vergangenheit war. Und im Endeffekt, ihr werdet da alleine bleiben und alleine den Weg finden müssen aus diesem Teufelkreis. Hier haben wir diese Tod, ja, diese Karte, die zeigt, hier muss endlich was zu Ende gehen. Und das ist diese Muster. Das ist diese Muster, die ihr euch aufgebaut habt, diese Unsicherheit, diese mangelhafte Selbstliebe und, um euch einfach Chance geben für solche positive Begegnungen. Ja? Und man möchte diese positive Begegnungen, man möchte endlich einen Anker runterlassen. Hier, ja, und was Festes im Leben haben, an Hafen, endlich kommen und bleiben. As der Stäbe zeigt wieder Power, Power, Power. Man wird wieder vorwärts kommen, man wird versuchen, was Neues wieder zu ergreifen. Aber was man sieht ja, man bleibt Kämpfer für sich. Ich denke, ihr werdet in diesem Monat tatsächlich an diesem Muster arbeiten. Alleine selbstständig, das ist selbstständige Arbeit, achte Münzen. Der Ritter der Schwerter, das ist auch so ein alleine Kämpfer, der geht über die Leichen.
Und ich denke, ihr wird in diesem Monat tatsächlich manche eure Verhaltungsmuster unter die Lupe nehmen, gucken, ob das soll für euch so bleiben, ob das passt mir, solche Verhalten, oder ihr wird versuchen, das zu verändern. Ich denke, ihr wird versuchen, an sich zu arbeiten und das zu verändern, weil im Unterbewusstsein haben wir diese feste Wunsch, ein Wunsch nach einer festen Beziehung, nach einem was Festes, ja, im Leben. Da haben wir den Baum, hier sehen wir, wie dieser junge Mann hat sich was aufgebaut, wie er hat einen Baum, der ihm jetzt Schutz gibt, ja. Und man möchte keine halben Sachen mehr im Leben, man möchte endlich Sicherheit, Schutz haben, mehr im Leben, ja, sich wohl zu fühlen und dieser Platz im Leben zu finden. Und ihr wird, ich denke, in diesem Monat sich ein paar Gedanken machen, wie komme ich aus diesem Muster hier raus, weil auf Dauer das raubt einem Mensch sehr viel Energie. Wir haben hier sehr viel Energie, der Aster Stäbe. Und ich vermute, dass dieser Aster Stäbe ist dafür, um euch einfach zu einem Impuls zu geben, zu einem starken Impuls zu geben, um aus diesem Teufelkreis rauszukommen. Weil, ja, auf Dauer ist es nichts. Irgendwann möchte man doch zu Hause finden. Meine Lieben, da habt ihr viel zu tun, ich denke, in diesem Monat. Aber ihr werdet auf dem guten Weg sein, weil das zu erkennen, das ist diese Hauptsache. Weil viele, viele Leute verlieren sehr viel Zeit und sehr viel Nerven auch, ja. Die kommen auch in irgendwelche Zweifeln im Leben und sie sind unglücklich, die sind auch depressiv, weil die sehen und die wissen nicht, warum die ganzen Beziehungen in eure Leben kaputt gehen. Und diese Muster muss man erkennen, warum meine Beziehungen in meinem Leben kaputt gehen, um das unterbrechen und sich eine feste Partnerschaft endlich aufzubauen. Und dann wird es schnell gehen. Dann wird ihr wahrscheinlich auf die Schnelle ganz, ganz guten Partner finden. Man muss aber, ja, sich verändern. Man muss den Klick machen im Kopf. Aber wenn das passiert, dann wird euer ganzes Liebesleben von heute auf morgen sich verändern. Meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat. Passt auf euch gut auf, ja. Und ich hoffe, ihr werdet, ja, gute Ergebnisse bekommen und vorwärts kommen im Leben. Alles Gute für euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.